GWB Media präsentiert. Randnotiz. Eine Kurzgeschichte von Martin Kater. Meine Zehenspitzen zittern. Nicht vor Kälte, eher vor Anspannung. Es tut gut, so einfach nackten Fußes dazustehen. Dass grauer Staub von den Gehwegplatten an ihnen klebt, stört mich nicht. Wenn ich jetzt die Turnschuhe und Socken hinter mir auf der Bank ansehe, fühlt sich die Entscheidung, sie auszuziehen, gut an. Wie eine Last abzulegen. Der Steinboden strahlt Kälte aus und der frische Oktoberwind wühlt sich durch mein Haar. Warum gibt mir dies das Gefühl, lebendig und frei zu sein? Leichtigkeit erfüllt mich. Das tut richtig gut. Der ganze Stress, die Probleme und die Anspannung der letzten Tage, Wochen und Monate wandern in den Hintergrund. Zum ersten Mal seit langem kommt mir der Kopf so gedankenlos und frei vor. Bist du dir sicher? Wer ist da? Blicke zurück. Dich habe ich schon einmal gesehen. Ich müsste jetzt enttäuscht sein, da du mich vor keiner halben Stunde minutenlang angestarrt hast. Du bist das Mädchen von der Parfümwerbung. Die langen blonden Haare, das rote Abendkleid. Du siehst genau wie auf dem Plakat aus. Richtig. Du kannst nicht real sein. Meine Fantasie muss mir einen Streich spielen. Nicht unbedingt. Du glaubst, dass es mich gibt? Also bin ich real. Was ist dagegen, wenn ich mich hier auf die Bank setze? Du wirkst so lebensecht. Aber das ist unmöglich. Was willst du hier? Die gleiche Frage könnte ich auch dir stellen. Was willst du hier? Ich habe mich entschieden. Und niemand wird mich aufhalten. Warum sollte ich dich aufhalten? Vor allem, wie? Ich bin doch nicht real. Hast du selbst gesagt. Also verschwinde und lass mich in Ruhe. Ich kann dich nicht gebrauchen. Erzähl es mir. Was soll ich erzählen? Warum du nackten Fußes mitten auf dem menschenleeren Bahnsteig stehst? Ich muss meinem eigenen Hirngespinst doch nicht erklären, was in mir vorgeht. Du selbst solltest es am besten wissen. Spürst du nicht, dass du endlich alles aus dir rauslassen willst? Jetzt, wo jemand da ist, bereit zuzuhören? Da schlägst du die Türe wieder zu. Spring endlich über deinen Schatten. Wenn du schon aufgeben willst, was hast du da noch zu verlieren? Ich muss meinen Verstand völlig verloren haben. Ich diskutiere mit mir selbst. Ist das ein Wunder? Bei all den Lasten, die auf dir liegen. Sag mir eines, warum soll ich dir meine Probleme erzählen? Ganz einfach. Nur wer darüber redet, kann Veränderungen bewirken. Bitte öffne dich. Ich will helfen. Ich kann einfach nicht mehr. Alles um mich herum ist außer Kontrolle. Das fängt gleich morgens an. Ich muss um 5 Uhr aufstehen, habe kaum Zeit zu frühstücken, nur damit ich noch einen engen Stehplatz in der Bahn bekomme. Immer hat dann auch noch dieser verdammte Nahverkehr Verspätung, sodass ich zu spät zur Arbeit komme. Dieser verfickte Abteilungsleiter genießt es jedes Mal mit einem hämischen Grinsen, mich vor allen niederzumachen. Als ich angefangen habe, war es ein guter Bürojob. Ich hatte zwar nicht wenig zu tun, doch ich war selten unter Druck. Nun stapeln sich die Akten täglich auf meinem Schreibtisch und um alle abzuarbeiten, bleibt einem nichts als Überstunden zu machen. Und Schuld ist nur, dass immer mehr Personal eingespart wurde und die verbliebenen Kollegen zu oft krank werden, weil sie langsam dem Druck nicht mehr gewachsen sind. Wie nennen die das noch? Ach ja, die Quoten müssen erfüllt werden. Gewinnoptimierung. Und wer hat bestimmt, wie diese Quoten auszusehen haben? Bürohengste, die von meiner Arbeit keine Ahnung haben. Mathematik berechnet jede Minute der Arbeit. Ob es wirklich zu schaffen ist und zu welchem Preis, das wollen die Vorgesetzten nicht sehen, geschweige denn wissen. Alles, was bei denen zählt, ist das Geld in den eigenen Taschen. Und das muss ständig steigen. Kündige doch. Du hast leicht reden. Du verkaufst deinen Körper für mehr Geld pro Tag, als ich in einem Jahr verdiene. Was hast du allein für diese Parfümkampagne bekommen? Ach das, das war nur 500.000 Euro. Hab mir ein paar Kleider davon gewünscht. Und was soll ich sagen? Einen neuen, vernünftigen und angepassten bezahlten Job gibt es nicht mehr.
Wirtschaftskrise nennen es die, die Geld haben, dass ich nicht lache. Aber es genügt, um die Löhne zum Notwendigsten runterzuschrauben und alles andere Lebensnotwendige teurer zu machen. Jeden Euro muss ich mindestens 5-mal umdrehen, um am Ende des Monats die Miete bezahlen zu können. Es sind schon schlimme Zeiten. Du sagst es so einfach wie diese um nichts redenden Politiker. Verändern tun sie nichts, obwohl sie es könnten. Es ist schwer für einen Menschen, die Welt zu verändern. Wenn sie es wenigstens versuchen und nicht nur über den eigenen Vorteil nachdenken würden. Jeder ist sich doch nur selbst der Nächste. Ich kann all das nicht mehr sehen oder hören. Es macht mich krank. Ich will nicht jeden Tag nur daran denken, genügend Geld zu verdienen, damit ich ein bescheidenes Leben führen kann. Musst du es denn? Natürlich muss ich es. Wovon soll ich Miete und Essen bezahlen? Wenn es nur um mich ginge, wäre es leicht. Ich habe 2 Kinder und eine Frau. Auch sie müssen leben. Dann denk jetzt an sie. Das tue ich. Aber du zweifelst. Ja, ist doch kein Wunder. Meine Frau betrügt mich seit mehr als einem Jahr. Und gestern habe ich die vorbereiteten Scheidungspapiere in der Nachttischschublade gefunden. Dazu die Sorgerechtsvereinbarung, dass sie die Kinder bekommt. Miststück. Dabei kann ich ihr nicht einmal die Schuld geben. Ich bin wegen der Arbeit kaum zu Hause. Aufstehen tue ich vor ihr. Und wenn ich daheim bin, geht sie schon schlafen. Mit meinen Kindern zu spielen, dazu komme ich gar nicht mehr. Obwohl ich mich verausgabe, um meiner Familie ein einfaches Leben zu ermöglichen, schaffe ich es nicht, ihre einfachsten Bedürfnisse zu befriedigen. Dabei wollen sie nur einen Vater und Ehemann. Wie ich schon sagte, schmeiß den Job hin. Kündige. Ja, und dann sitze ich zu Hause bei der Familie, die mir Vorwürfe macht, mich nicht um sie kümmern zu wollen. Dazu der Druck, von Vorstellungsgespräch zu Vorstellungsgespräch zu gehen, nur um wieder einen unterbezahlten Job zu finden, bei dem ich auch kaum zu Hause bin. Es ist ein Teufelskreis. Ich kann nichts richtig machen. Welche Entscheidung ich auch treffe, es ist die falsche. Und wie nennst du diese hier? Ruhe. Schlaf. Nicht mehr denken zu müssen. Frieden. Ist es das wert? Für mich und nur für mich, ja. Und für deine Frau? Deine Kinder? Na, so können sie mal sehen, wie es ohne mich ist. Wo bleibt denn Ihre Unterstützung für mich? Wo sind Sie, wenn ich Sie brauche? Ist eine einfache Umarmung, ein Hab dich lieb zu viel verlangt? Natürlich nicht. Aber wie sollen Sie dich verstehen, wenn du ihnen nicht sagst, was dich bewegt, sorgt und überhaupt in dir vorgeht? Gerade gestern habe ich es noch versucht. Ich wollte ein einfaches Gespräch mit meiner Frau führen. Einfach nur erzählen, was mir auf der Seele liegt. Wie ging es weiter? Ich soll mich nicht so anstellen, hieß es. Ich dramatisiere die Sache nur. Irgendwann schrien wir uns nur noch an, bis die Kinder heulend ankamen. Wo ist das Verständnis, wenn mir nicht zugehört wird? Ich höre dir zu. Ja, meine eigene Fantasie tut es. Das ist nicht dasselbe. Aber ein Anfang. Anfang wofür? Ich bin es leid, jeden Tag kämpfen zu müssen mit mir und dem Leben. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Burnout-Syndrom nennen die es. Ich weiß einfach nicht mehr, wofür ich kämpfen soll. Schau dich um. Begreife, dass du nicht allein im täglichen Überlebenskampf bist. Selbst der kräftigste Baum stellt sich gegen die mächtigsten Unwetter, trotzt Ungeziefer und den Giften der Fabriken. Bis der skrupellose Mensch kommt und ihn grundlos mit der Kettensäge fällt. Du siehst die Welt zu schwarz. Nach dem, was ich erlebt habe, wer will es mir verdenken? Gibt es denn überhaupt nichts mehr, was dir Freude bereitet? Was du gerne tust oder dich einfach nur zum Lächeln bringt? Musik. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, die Gitarre in die Hand zu nehmen und drauf loszuspielen. Einfach die Finger intuitiv über die Saiten gleiten lassen. Sie gefühlvoll zu zupfen und mit dem Plektron Melodien aus ihnen herauszukitzeln. Schau mir in die Augen. Dann geh jetzt nach Hause, schnapp dir deine Gitarre und spiele. Nur für dich. Mache etwas für dich und nur für dich. Würde ich ja gerne. Aber beim letzten Mal, als ich sie nur berührte, fauchte mich meine Frau an. Ich sollte mich lieber um Wichtigeres kümmern, als auf dem Instrument herumzuklimpern. So unmusikalisch wie ich sei, vergewaltige ich die Musik nur. Ignoriere sie. Hör ihr nicht zu und spiel nur für dich. Aber ihre Worte schmerzen im Herzen. Vielleicht hat sie ja recht und ich... Du zweifelst an dir selbst. Fühlst dich minderwertig und als... Versager.
Los, sag es. Sag, was ich bin. Ein Versager. Genau das bin ich. Und jetzt verschwinde. Ich will weder dich noch sonst jemanden mehr sehen. Wenn ich jetzt die Augen fest zusammenpresse und mir mit aller Kraft vorstelle, dass du verschwindest, dann lässt du mich endlich in Ruhe. Wenn es dein Wunsch ist. Aber hör auf zu glauben, was du nicht bist. Um etwas zu ändern, musst du es wollen. Nur dann kannst du etwas bewegen. Bitte Vorsicht am Bahnsteig. Eine Durchfahrt des Hamburg-Berlin-Express. Sie ist weg und niemand sonst zu sehen. Jetzt bin ich allein. Wie immer. Verdammt, diese blöde Kuh hat mich zum Nachdenken gebracht. Wenn ich jetzt schreie oder rufe, würde man mich hören? Warum sollten sich Fremde für meine Probleme und Sorgen interessieren? Jeder hat doch seine eigenen. Sie würden einfach an mir vorbeilaufen, so wie immer. So, als existiere ich gar nicht. Ich bin für sie ein Nichts, ein Niemand. Ich bin unsichtbar. Aber vielleicht schaffe ich es für nur einen Moment, einen Augenblick wahrgenommen, sichtbar zu sein. Vielleicht sehen sie dann, was sie mir angetan haben. Vielleicht tut es ihnen leid. Und vielleicht stehe ich ja jetzt für nur einen Wimpernschlag lang im Mittelpunkt. Ich fühle Ruhe, Frieden, mich frei. Und jetzt die Kurznachrichten. Wegen eines Polizei- und Rettungseinsatzes wurde die Bahnstrecke Hamburg-Berlin für 3 Stunden gesperrt. Busse übernahmen den Schienenersatzverkehr. In Hamburg war das alte Vergnügen erneut ein voller Erfolg und konnte einen Besucherrekord vermelden. Sie hörten Randnotiz, ein Hörspiel von Günter David nach einem Skript von Martin Kater. Es sprachen und spielten Fritz, Günter David, Lisa, Kerstin Rapphahn, Bahnhofsansagen, Simone Kaste, Nachrichtenmoderator, Klaus Schankin, Credits, Joschi Hayek, Klavier, Bernd E. Breidenbacher, Gitarre, Perry. Idee und Skript, Martin Kater. Schnitt und Sounds, Günter David. Eine GBB-Media-Produktion von 2013.